Heute werden wir den Schreibtisch einölen und da holen wir jetzt Öl. Ich habe mir jetzt eine Wachslasur gekauft und einen Pinsel und ein Schmirgelpapier und ja, dann geht's jetzt nach Hause. Ich bin jetzt wieder zu Hause und das Ganze wird jetzt schön abgeschmirgelt und anschließend mit diesem komischen Öl da eingefettet. Ich habe es jetzt eingestrichen. Das Ding ist, es hat so einen weißen Schleier. Ich zeige euch das mal. Seht ihr? So einen weißen Schleier. Ich weiß nicht, ob das noch weggeht, aber es sieht jetzt im Moment echt nicht Burner aus. Von daher hoffe ich, dass es besser wird. Ansonsten schmirgel ich das alles ab und hol mir da ein anderes Wachs oder irgendwas in die Richtung. Das Ganze muss jetzt 2 Stunden in etwa trocknen und in der Zeit werde ich schneiden. Ich muss ja ehrlich sagen, leider sind ein paar Bilder nicht gerade der Burner geworden, aber da ich halt die Szenen im Obi so mit dem Handy gefilmt habe, da ich einfach wissen wollte, wie das aussieht, glaube ich, ist das heute mal entschuldbar. Nun würde ich sagen, schauen wir, wie der Tisch aussieht. Und ich stelle fest, das Teil ist bei Weitem noch nicht trocken, das heißt, ich lasse es jetzt über Nacht stehen und dann machen wir morgen im Vorlogter weiter. Ehrlich gesagt, lassen Sie auch die Lichtverhältnisse nicht zu, dass man da jetzt wirklich noch was Schönes draus macht. Und ja, dann würde ich sagen, war es das für das heutige Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben hier. Abonniert mich da oben. Hiermit bin ich raus. Ciao.